Dieses gigantische Gipfelkreuz ist nicht der höchste Punkt der Benediktenwand. Wie man diese Wand erklimmen kann, wie dieses Kreuz darauf gekommen ist und wo jetzt der eigentlich höchste Punkt ist, das alles klären wir jetzt. Die Benediktenwand ist ein Bergrücken mit 1800 Metern Höhe, beziehungsweise 1801 Meter Höhe. Warum? Dazu kommen wir später. Und befindet sich in den bayerischen Voralpen zwischen den Flüssen Loisach und Isar. Ortstechnisch gesehen befindet sich der Berg in Benediktbeuern. Das liegt zwischen Bad Tölz und Lengries und wurde nach dem Kloster benannt, was genau wie der Ort heißt, Benediktbeuern. Die Benediktenwand ist kein einzelner Gipfel, wie gesagt, es ist ein Bergrücken und besteht somit aus mehreren Gipfeln. Und da muss ich jetzt einmal ablesen. Von West nach Ost, der Rabenkopf, die Glaswand, die Benediktenwand, der Hennenkopf, die Probstenwand, die Achselköpfe, der Latschenkopf, der hintere Kirchstein, der vordere Kirchstein und der Schrödelstein. Wer also Bock hat, 10 Gipfel an einem Tag zu besteigen, kann da gerne einmal quer drüber latschen und erreicht das damit wahrscheinlich. Bevor man allerdings auf dem Gipfel der Benediktenwand steht, kommt man wahrscheinlich an der Tutzinger Hütte vorbei. Und da bleiben wir jetzt mal eine Weile, weil da gibt es wieder massig Geschichte zu. Die liegt auf 1327 Metern und ist eine Vereinshütte des Deutschen Alpenvereins der Sektion Tutzing, daher der Name. Ganz ursprünglich war es eine Remontenstation des Bayerisch-Königlichen Heeres und da musste ich erstmal googeln, was eine Remontenstation ist. Als Remonten wurden Pferde für die Kavallerie genannt, die sich aber noch in Ausbildung befanden. Also die waren dann so 3 bis 4 Jahre alt und wurden da als Kavalleriepferde ausgebildet. Und Remonte ist französisch und bedeutet einfach Ersatzpferd. Das ist auf jeden Fall ein sehr netter Name, um Pferde zu bezeichnen. Jedenfalls übernahm der Deutsche Alpenverein im Jahre 1907 diese Station und baute sie in die Vereinshütte um. Die wurde dann 1908 eingeweiht und hatte da schon 11 Schlafplätze und 3 Matratzenlager und eine Toilette mit Wasseranschluss, was zu dieser Zeit noch als absoluter Luxus galt. Vor allem aus so einer Berghütte war das nicht gang und gäbe. Danach kamen auch schon relativ viele Besucher und viele Kletterer, damit allerdings auch viele Verletzte und auch viele Tote. Weswegen man ein Jahr später, 1909, schon eine Telefonleitung einrichten musste, um schneller Hilfe holen zu können. 1917 wurde dann die komplette Hütte von einer Lawine verschoben. Da habe ich auch geguckt, als ich das gelesen habe, wie kann eine Lawine einfach eine Hütte verschieben? Die steht ja auf einem Fundament und alles, aber Schnee ist nicht zu unterschätzen. Ja, deswegen warne ich auch immer gerne mit Lawinengefahr. Allerdings konnte das dann wieder repariert werden und steht jetzt wieder da, wo es stehen soll. 1931 besaß die Berghütte dann schon 110 Schlafplätze. 1965 wurde eine Materialseilbahn errichtet und 1990 ist auch was passiert, was ich gerade absolut vergessen habe. Und 1990 wurde eine mechanisch-biologische Kläranlage zur Wasserentsorgung gebaut. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, was ich so noch nicht gelesen habe bei der Recherche für eine Berghütte. 1999 sollte die Hütte dann renoviert werden, allerdings hatte man keinen Bock oder wahrscheinlich eher kein Geld, um das zu tun. Schlussendlich war es dann günstiger, die komplette Hütte einfach neu zu bauen. Das wurde dann bis 2001 getan. Diese neue Hütte hatte dann immerhin 91 Schlafplätze, ein Blockheizkraftwerk und ein Nebengebäude, das auch als Haus statt allem bezeichnet wird, mit 37 weiteren Schlafplätzen. Beziehungsweise bezeichnet wurde, denn 2009 wurde diese Haus statt allem komplett durch eine Lawine zerstört und musste für 500.000 Euro neu gebaut werden. Und seit 2010 steht die auch wieder da. Außerdem gibt es in der Nähe noch eine Dienststation der Benediktbeurer Bergwacht, die auch von 1999 bis 2001 neu gebaut wurde und 2013, das ist das neueste Gebäude auf dem Berg, eine kleine Kapelle in der Nähe der Hütten. Aber damit hätten wir die Hütte abgedeckt und gehen weiter Richtung Gipfelkreuz. Dieses wurde 1877 schon errichtet, also wesentlich früher als die Hütte, von 4 Holzfällern. Die haben sich im Jahr davor, also 1876,
etwas geschworen. Da lag nämlich über 2 Meter Schnee und er hat gedroht, ihre Arbeit zunichte zu machen. Und dann haben sie sich gedacht, wir bauen das größte Gipfelkreuz im kompletten Umfeld auf diesem Gipfel. Das haben die dann auch gemacht, wie gesagt 1877, mit Hilfe der Feuerwehr, und das ist zu einer regelrechten Tradition geworden. Seitdem wurde dieses Kreuz 1897, 1919, 1930, 1958 und zuletzt 2023, also dieses Jahr, erneuert. Zuletzt mit über 200 Leuten, auch mit Hilfe der Bergwacht mittlerweile, die da 1200 Kilo den Berg hochgeschleppt haben. Das setzt sich dann zusammen einerseits aus dem Holz und den Eisenbeschlägen und dieses Kreuz darauf gehievt haben. Und jetzt ist dieses Ding 10 Meter hoch und fast 5 Meter breit und macht auf jeden Fall Eindruck und kann da jetzt bewundert werden. Und als wäre das nicht schon krass genug, gibt es auch noch eine Sage zu diesem Berg, denn laut Johann Nepomuk Sepp, das war ein deutscher Historiker, soll die Benediktenwand auf 4 goldenen Säulen stehen und in ihrem Inneren unermessliche Schätze bergen. Da hat sich der Sage nach ein Junge in der Benediktenwand verlaufen und hat einen Brunnen gefunden, aus dem Gold gesprudelt ist. Und auch von der Propstenwand, die ja Teil desselben Gebirgszuges ist, hört man das goldene Zapfen von der Decke hängen in einem Loch und am Boden glitzernde Steine liegen. Habe ich jetzt persönlich nichts von gesehen, aber das lag bestimmt an dem Schnee, der da oben lag, sonst hätte ich das ganz bestimmt gesehen. Was ich auch nicht gesehen habe, was vielleicht ein bisschen realistischer wäre, sind die Steinböcke. Da oben gibt es nämlich auch eine Steinbock-Kolonie. 1959 wurde das erste Mal ein Steinbock an der Benediktenwand gesichtet. Daraufhin hat man dann 1967 noch 2 Steinböcke und 2 Geißen aus der Schweiz hinzugefügt. Und daraus hat sich bis 1998 eine Kolonie mit über 100 Tieren gebildet. Mittlerweile wird die Kolonie auf so 80 Tiere gehalten, um Krankheiten und Nahrungsmangel vorzubeugen. Und die überschüssigen Tiere, die werden bestimmt ganz lieb ins Tal geführt und haben ein langes und glückliches Leben. Ganz bestimmt. Die sollen auch relativ zutraulich sein auf dem Berg, weil die halt an Menschen gewöhnt sind, die ja Tag ein, Tag aus da auf den Gipfel gehen. Streicheln würde ich die bei den massiven Hörnern jetzt trotzdem eher nicht, wenn ich darauf gehe. Aber wenn ich darauf gehe, wie kommt man denn überhaupt auf den Gipfel? Eigentlich geht das wirklich von allen Seiten. Die klassische Route ist von Benedikt Beuern aus, über die Turzinger Hütte, da hat man dann auch den Berg perfekt im Blick, ja, die Nordwand, und den Weg bin ich persönlich auch gegangen, dazu aber später mehr. Weitere Routen führen von Jachenau rauf, über die Bichleralm, über den Isarwinkel oder über das Lengental, da hat man dann wirklich alle Himmelsrichtungen einmal abgedeckt. Oder man geht von Lenggries aus, da führt eine Seilbahn bis zum Brauneck rauf und von da aus kann man dann bis zum Gipfel laufen. Ansonsten gibt es für die Kletterer auch noch ein paar andere Routen. Ja, die Nordwand ist da am attraktivsten und da ist von Schwierigkeit 2 bis Schwierigkeit 8 alles dabei. Also kann man sich da ordentlich austoben als Kletterer, aber bitte nicht abrutschen und bitte mit Sicherung. Aber kommen wir jetzt nochmal zu meinem Weg rauf. Ich bin, wie gesagt, in Benedikt Beuern gestartet, ganz klassisch, und hatte stets die Wahl zwischen Forstweg und Steig. Allerdings, ich bin natürlich den Steig gelaufen, war der Steig irgendwie 2 Stunden länger als auf den Schildern angegeben. Also ich bin eine ganze Weile dann wieder runtergelaufen und dann wieder rauf. Auf dem Rückweg dasselbe, da bin ich dann auf der Forststraße geblieben, aber auch irgendwie nicht den Weg, den ich raufgegangen bin. Also ja, verlaufen kann man sich eigentlich nicht, weil du hast wirklich viele Schilder und Wegmarkierungen. Man sollte aber einplanen, dass es länger dauert, als man denkt. Oder ich war einfach blöd und habe den Weg nicht gefunden. Das ist natürlich auch eine Option. So oder so kommt man dann bis zur Turzinger Hütte und hat da dann die Wahl. Entweder nach links über einen steilen und kettengesicherten Weg oder man geht bei der Weggabelung nach rechts und der Weg ist auch im Winter locker machbar. Da ich das im November gemacht habe und mir der Schnee schon bis zu den Knöcheln stand, ja, musste ich den rechten Weg nehmen und der war wirklich sehr angenehm. Ja, auch keine besonders steilen Stellen. Und dann hat ein Latschenweg, also ein Weg durch Latschenkiefern, bis auf den Gipfel geführt, bis zum Gipfelkreuz. Allerdings
ist das Gipfelkreuz nicht der höchste Punkt des Berges. Jetzt fragt man sich, warum das? Naja, 2012 gab es eine Neuvermessung und man hat herausgefunden, dass der 300 Meter entfernte Ostgipfel ja so 12 cm höher ist als da, wo das Gipfelkreuz steht. Und damit ist die Benediktenwand nicht mehr 1800 Meter, sondern 1801 Meter hoch. Und wenn man es ganz genau nimmt, da wo das Gipfelkreuz steht, ist nicht mehr der höchste Punkt. Und dieses Infovideo nehme ich auch ganz genau, deswegen kommen wir jetzt noch zur Packliste. Erstmal zu dem mentalen Part sollte man Trittsicherheit mitbringen. Schwindelfreiheit gar nicht mal unbedingt. Also es gab wirklich keine Stelle, wo du wirklich steil nach unten schaust. Das sollte mit Höhenangst auch machbar sein. Das einzig Kritische ist vielleicht der Gipfel, da geht es dann schon die Wand runter. Aber sonst, wenn man den rechten Weg nimmt, auch für Leute mit Höhenangst, irgendwie machbar. Man wird mit einer traumhaften Aussicht belohnt. Man hat einen kompletten Blick auf die kompletten Alpen, auf die Zugspitze und dahinter, ich weiß gar nicht, was ich da alles gesehen habe. Ja, auf der anderen Seite der Starnberger See und komplett Bayern. Wirklich wunderschön. Ja, also geht da wirklich bei guter Sicht rauf. Es lohnt sich gewaltig. Und die 1000 Meter rauf sind zwar anstrengend von Benediktbeuern, aber wie gesagt, es lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Ansonsten essen, trinken, immer mitnehmen und gute Wanderschuhe, dicke Klamotten im Winter und vielleicht eine Taschenlampe, wenn man auf dem Gipfel sieht, oh, es ist schon Sonnenuntergang und dann den ganzen Gipfel, also den ganzen Berg im Dunkeln runter muss. Was mir eventuell passiert ist, eventuell hatte ich ja auch keine Taschenlampe dabei und eventuell wird das wieder ein ganz schönes Abenteuer. Und ja, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, erstmal Dankeschön und schaltet doch gerne nächste Woche ein, Samstag, 18 Uhr. Da zeige ich euch meine persönliche Reise auf die Benediktenwand. Ja, ist wie gesagt mal wieder ein kleines Chaos geworden, aber das kennt man ja mittlerweile von mir. Und damit wäre das dann schon der Bergsteiger Folge 24. Bis dahin, viel Spaß beim Wandern. Sein Andern. Thomas Andern. Ja, aber Dreck auf der Linse, das sieht ja scheiße aus.